Heute sind es auf den Tag genau 15 Jahre, dass Sie bei mir beschäftigt sind. Ich habe da auch eine Kleinigkeit für Sie. Ja? Darf ich Sie küssen? Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Darf ich die Brille abnehmen? Ach ja. So geht das nicht. Ich komme dann besser neben Sie. Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Da hinten muss ein kleiner Typ sein. Du Bude. Nein, ich habe es gleich. Sie machen mich ganz verrückt, Herr Melzer. Sie waren ja noch nie so nah, Ölhard. Warum läutet es denn hier und nicht im Vorzimmer? Ja, ich habe den Apparat umgeschaltet. Ja, dann gehen Sie doch ab, mein Gott. Vereinigte Europatrikotagen GmbH und Melzer Koch AG, Vertriebsleitung, guten Tag. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Herrn Direktor jetzt noch erreichen kann. Ja, wen darf ich denn nennen? Herr Gröger von der IHG Mannheim. Moment, Herr Gröger, ich verbinde. Melzer? Nein, der Auftrag der IHG Mannheim ist bis jetzt nicht eingelangt. Aber wir kennen ja die Konditionen. 400 Stück Arosa, schlitzverstärkt, kurzärmlich. Ja, danke, Herr Gröger. Danke, Herr Gröger. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Meine Hand schläft an ihm. Machen Sie Ihr linkes Ohr frei. 15 Jahre. Sie blasen in mein Ohr. Halten Sie doch schön. Küssen Sie mich. Küssen Sie mich. Ja, aber es geht nicht, wenn Sie den Kopf so weit zurücknehmen. Ich habe nicht so viel Übung wie Sie. Gehen wir zum Sofa. Sie macht mich ganz verrückt. Was ist denn das? Was? Das ist ja das Schreiben der IFAG Mannheim. Hier steht es ja. 400 Stück Arosa, schlitzverstärkt, kurzarmlich. Auf dieses Schreiben warten wir seit 14 Tagen. Und wo liegt es? Unter meinem Sofa. Aber ich... Als führendes Unternehmen in der Trikotagenbranche können wir uns solche Unkorrektheiten nicht leisten. Aber Karl-Heinz... Sagen Sie nicht Karl-Heinz zu mir.